Der Stab des Magisters. Das ist nicht irgendein Holz. Du betrachtest ihn, während du mit ihm sprichst. Und er zieht schon deine Aufmerksamkeit an sich. Aber als du ihn dann erkennst, fällt dir alles aus dem Gesicht. Was tragt ihr dort? Seid ihr von allen guten Göttern verlassen? Oh, es ist euch aufgefallen. Hervorragend. Ich hätte schon fast befürchtet, ihr würdet es nicht mehr bemerken. Dies ist tatsächlich ein Stab gewirkt aus dem Holz der Dämonenarche Gezeitenspinne. Ich wäre sicher, ihr wisst die, sagen wir, Ironie der Sache zu schätzen. Ironie? Nun, ihr seid schließlich derjenige, der damals ihre Vernichtung vorantrieb. Ich sehe daran keine Ironie. Ihr handhabt mit Dingen, die ihr nicht ansatzweise versteht. Magister Jamorinis, eure praktische Expertise in diesem Bereich, in allen Ehren, ich versichere euch, ich weiß sogar, dass ich sogar in vollem Umfang verstehe, womit ich hantiere. Naja, insofern ein Mensch halt in vollem Umfang etwas verstehen kann, nicht so ungut. In der Tat, ihr habt natürlich recht. Aber solche philosophischen Wagnisse wollen wir nun einmal voranstellen. Es gibt zwei Bedingungen für die Reise mit uns. Selbstverständlich doch. Es werden keine Dämonen beschworen, weder auf unserem Schiff noch auf unserer weiteren Reise. Dies ist nicht verhandelbar. Nun, ich bin mir sicher, dass ich mit hinreichend viel Zeit euch davon überzeugen kann, der höchsten Künste der Magie ihre faire Chance zu geben. Nichtsdestotrotz ist dies, ob eurer vergangenen Erfahrung, mehr als akzeptabel. Gut. Die zweite. Ich blicke jetzt mal Rafim und Diamant an. Es werden keine Untoten erhoben oder sonstige nekromantischen Tätigkeiten an Bord und auf unserer Reise durchgeführt. Oh, ich bitte euch. Nun, ich kann es euch wohl nicht verübeln. Schließlich ist meine Heimatakademie die Halle der dunklen Geister. Nichtsdestotrotz ist mir nichts ferner als das Hantieren mit irgendwelchen Leichen und Toten oder Totengeistern. Glaubt mir, ich kann sie genauso wenig ausstehen wie ihr. Vermutlich noch weniger. Schließlich haben sie mir dies hier beschert. Gestikuliert nicht auf irgendwas. Du bist dir nicht ganz sicher, was er meint. Gut. An Bord gilt mein Kommando. Es gibt keine Diskussion vor der Mannschaft. Wenn ihr etwas zu sagen habt, wenn ihr diskutieren wollt, dann machen wir das unter uns. In der Mannschaftskajüte, in der Kapitänskajüte. Aber natürlich doch. Unsere Zunft mag vielleicht solche Sachen aus offen vortragen können, aber davon muss man das einfache Volk hier nicht verwirren oder gar verängstigen. Ich verstehe. Der Magier hat das Kommando, so wie die Mogule aus alten Zeiten. Nun. Hervorragend, hervorragend. Wir müssen uns selbstverständlich noch eurer Kompetenz vergewissern. Ein jeder Magus, der bei uns an Bord ist, musste eine Reihe schwieriger Prüfungen ablegen. Und ich versichere euch, ich bin allem gewachsen, was ihr mir stellen wollt und mehr. Sehr gut, sehr gut. Ich habe gut. Von Gaius selbst gelernt, damals müsst ihr wissen, bevor er seinen bedauernswerten Abstieg begangen hat. Nun, zunächst wäre es sinnvoll, eine vollständige Liste der Kanti vorzulegen, die ihr beherrscht, sodass wir eine geeignete Prüfungssituation schaffen können. Ich hoffe natürlich, dass ihr keine Thesen-Niederlagen von mir erwartet. Nein, nur eine Liste mit den Zaubern, die ihr beherrscht. Das würde vollkommen ausreichen. Die Liste habe ich bereits hier. Oh, wunderbar. Sein Sold beträgt 7 Dukaten am Tag. Und wir werden selbstverständlich für die Unterbringung auf eurem Schiff 2 Silber pro Kajüte bezahlen. Die könnt ihr dann abziehen, aber sämtlicher Sold, den er verdient, tagtäglich geht an mich. Wieso genau seid ihr hier? Ein Mann seines Standes sollte doch wohl vertrauenswürdig genug sein, dass man seinem Wort Glauben schenkt und ihr nicht tagtäglich wie ein Hund hinter ihm herlaufen müsst. Die Tatsache, dass ich hier bin, sollte euch beweisen, dass es nicht so ist. Was ihr meint ist, dass die Umstände meines Abganges aus Meerham nicht unbedingt Vertrauen beim guten Konvokatus erzeugt haben. Und beim Königshaus. Ich konnte ihn davon abhalten, mir einen Gurgelum anzulegen. Das wäre nun wirklich höchst unehrenhaft gewesen.
Gunamin sieht sehr so aus, als wäre sie der Ansicht, dass der Typ diverse Ähnlichkeiten mit einem Gurgulum hat, aber schweigt dann. Der Unterschied ist, wenn wir den Typen abmurksen, bin ich nicht sofort tot, erst 3 Wochen später. Ja, und ihr seid so eine Art Schuldeneintreiber. Er ist eher ein Buchhalter, der dafür sorgen soll, dass ich meine erträglichen Talente nicht unter Wert verkaufe. Visiere, die Visiere des Königshauses. Sagen wir doch einfach so. Es ist die genehmere Alternative dazu, mich dazu zu zwingen, eine profitreichere, aber weniger, sagen wir moralisch tragfähige Anstellung in Gunchum zum Beispiel zu suchen. Oder in Alanfa. Er wird dich aber nicht auf Schiff begleiten. Ich begleite ihn überall hin. Ich fürchte, meine Gönner müssen darauf bestehen. Vertraut mir, er wird gar nicht im Weg sein. Er liest auch nicht viel, was das angeht. Ihr riecht weder nach Brabaki noch nach einem Seefahrer. Ihr werdet beide kein Problem damit haben, euch in die hierarchische Struktur auf unserem Schiff einzugliedern und die Befehlskette einzuhalten. Nun, solange ihr nicht von mir erwartet, irgendwelche Krähennester zu erklimmen, bin ich mir sicher, wir werden dies ohne größere Probleme vonstatten bringen. Sämtliche hierarchischen Probleme, die ihr an Bord habt, interessieren mich nicht. Mir ist nur wichtig, dass ihr bezahlt, und zwar pünktlich. Nun, die Frage ist, werdet ihr euch in unsere Bordhierarchie einfügen? Ich bin ein Schatten. An wen stellst du die Frage jetzt gerade? Nicht an dich, sondern okay. An den Begleiter von dir. Ich bin ein Schatten und quasi nicht da. Der Ventilo blickt aber mir an und schüttelt ganz unmerklich den Kopf. Nun gut. Kürzlich ist eine Stelle frei geworden als Alchemist. Seid ihr vertraut mit der Kunst der niederen oder der hohen Kunst der Alchemie? Meister Abelmir, ich bin mit der hohen und der niederen Kunst der Alchemie, der Magie und der Beschwörung vertraut. Glaubt mir, was auch immer ihr von mir wollt, ich kann es höchst vermutlich leisten. Signore Otomol holt ein etwas dünneres... es ist kein Buch, es ist auch keine einzelne Seite, es ist einfach eine Sammlung von Blättern, die er dann in einem kleinen Etui rüberschiebt, dann Boltax. Kannst es öffnen, einmal aufkurbeln mit dem Bähnchen, dem Fädelchen, was davor vor ist, und kannst dann eben sehen, die Kanti, die Serpentilio de Lazar leisten kann. Die sticht da vor allem nicht so sehr die Nekromantie ins Auge, sondern vor allem die Dämonologie. Mhm. Auch so ein paar andere interessante Zauber, da müsstest du dich sicherlich nochmal mit ihm unterhalten. Aber wahrscheinlich vor allem hast du von der Hälfte noch nie gehört. Ah, das kann auch sein. Vor allem aber auch ein Repertoire an alchemischen Kenntnissen und den Tränken, die er zu brauen imstande ist, mit den verschiedenen Qualitäten. Also so ein sehr ausführliches, es ist kein Lebenslauf, aber schon so eine Art Bewerbungsunterlage. Mhm. Auch mit dem Siegel vom Königshaus und schon unglaublich offiziell. Ja, das sieht ja erstmal gut aus. Nun, das sieht relativ brauchbar aus. Aha, aha, aha. Nun gut. Damit lässt sich sicherlich arbeiten. Ja. Nun, ich werde eine Prüfung für euch konzipieren. Wir können sie morgen abnehmen. Versteht bitte noch einmal, dass die weitere Gabe jeglicher Thesen nicht Teil eines solchen Prüfungsinhalts sein wird. Und selbstverständlich nicht. Nun, hervorragend. Diamant ist Rafim, was haltet ihr von ihm? Sagt doch offen eure Meinung. Jeder tut mir leid, dass ich die Stadt Brabak gewöhnen musste an dem Leben, den sie da führen, aber er hat die Stadt verlassen. Ich kann ihn noch nicht ganz einschätzen, ob er vielleicht auch ein Spion ist. Oder weshalb er hergekommen ist, aber Sulamin ist eine außerordentlich gute Menschenkennerin und wenn sie sich für ihn verbirgt, ob er fähig ist, wird wohl Boltax besser entscheiden können. Oder ihr Kapitän. Ja, ich schließe mich da an. Wenn Sulamin ihre Hand ist, bereit ins Feuer zu legen, dann soll mir das erstmal reichen. Wie gesagt, ich bürge für ihn. Ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass er sich eines Tages mit seinem Größenwahn umbringen wird. Aber ja, ich vertraue ihm.
Es stößt mir natürlich etwas auf, dass wir in diesem Gespräch den Verbot von Nekromantie überhaupt erwähnen mussten, aber scheinbar hat er da auch eine Abneigung gegen. Ich versichere euch, niemand hat eine größere Abneigung gegen die Nekromanten als ich und vermutlich die Gewalten des Boron. Wie viel auch immer das am Ende wert sein mag. Nun, seid ihr reisebereit? Selbstverständlich. Lasst mich nur noch mein Gepäck von oben beschaffen. Otomo, ihr habt alles? Ich bin quasi nicht da. Hervorragend. Würdet ihr die Papiere für den Herrn fertig machen? Verzeiht, ich bin für gewöhnlich eigentlich geneigt, solche Dinge im Handschlag zu regeln, aber ihr versteht, dass ihr binnen einer gewissen Frist Beweise für meine fortwährende Anstellung vorlegen muss. Natürlich. Hervorragend. Ich werde euch am Hafen aufsuchen, nicht wahr? Ihr könnt dieses Schiff nicht verfehlen. Das dachte ich mir schon. Der Klatsch ist außer Rand und Band, was seine Prächtigkeit angeht. Ihr müsst wahrhaftig stolz sein. Kapitän, ich möchte nochmal mit einbringen, dass uns seitdem Rabenmund vom Schiff gegangen ist, uns immer noch jemand fehlt, der ein Auge auf die Finanzen hat, ein Schatzmeister. Seitdem Jalan jetzt weg ist, wem fällt diese Aufgabe zu? Nun, Kommissar Schmier, vielleicht finden wir in Kunchom einen erfahrenen, Kontormeister. Was das angeht, wo ist Greifenmund? Ich hatte gehofft, ihn zu treffen. Ich bin mir sicher, er wäre von meiner Person nicht begeistert gewesen, aber... Nun, wie gesagt, ihr seid das Stadtgespräch in Mirham. Ein Akademiegespräch, jedenfalls. Ja, er hat sich den Göttern als würdig erwiesen. Oh, nun, zu schade. Mein Beileid euch allen. Es ist nicht notwendig. Er ist nun an einem besseren Ort. Ich versichere euch, es ist notwendig, um jeden zu trauern, der diese Sphäre verlässt und ins Gefüge übergeht. Auf welche Weise auch immer. Nun gut, hinfort mit den finsteren Gedanken. Ihr werdet uns schon bald wiedersehen, Kapitän Jamorenis. Ich darf euch aber mehr nennen, ja? Ich bekomme noch ein Unterschrift von euch. Lasst mich einmal sehen. Lasst es mich prüfen, was mir da... Ihr seid ihr an Bord. Ich übergebe euch dann die Schriften. Ich lese gern Verträge, bevor ich unterschreibe. Otomo, lasst dem Mann doch eine Minute. Er wird schon nicht über Nacht entsetzt wegsegeln. Der schaut mit zusammengekniffenen Augen sehr wütend in deine Richtung und holt dann aus seinem Säckelchen exakt abgezählt 4 Silberstücke hervor. Für die Kajüte. Gut, wenn ihr so kleinig sein wollt, wo die 4 Silberstücke einstecken. Und der König von Mirham ist nichts, wenn nicht korrekt. Ich glaube, wir werden erstmal auch nirgendwo hin segeln, oder Kapitän. Ich habe es nicht genau verstanden, aber wir wollten hier doch erstmal unser Schiff in der Werft lassen. In 3 Tagen wollen wir ablegen. Seid an Bord oder versauert hier? Verstanden, Kapitän. Oh, und relativ jeden Tag 4 Silber in Bar? Und damit will auch die Serpentine nochmal zufrieden in die Hände. Er will auch jeden Tag die 7 Dukaten in Bar haben. Dann wird Serpentine nochmal sehr zufrieden in die Hände klatschen und seine 7 Sachen zusammensuchen, derer es nun wahrhaftig nicht sehr viele sind. Und dann werdet ihr ihn morgen früh vermutlich auf der, ich hätte fast Seeadler gesagt, nein, Drachentöter natürlich in Empfang nehmen. Ich würde mir die Zauberliste einmal durchlesen und beim Verlassen der Kneipe eine Flasche Offenbarung der Zwillinge bestellen. Kriegst du, aber in der Südwind kriegst du nur das schwarzgebrannte Billingezeug, das gar nicht die echte Offenbarung ist. Umhauen tut sich trotzdem. Richtig, darum geht's ja. Die Liste ist relativ ausführlich von einfachen Sachen in verschiedenster Qualität, sowas wie der Apfel-Nenum. Ich glaube, Akkuratum, Qualitäten stehen da nicht drin. Eolithos. Die würde sich an Magier geben. Ja, doch, also schon als Honorius, also als geehrter Lehrmeister, der ja ist. Ja, okay. Sowohl in Mirham als eben auch Brabak hat er eben auch als Lehrer gearbeitet, also als Magister. Und dir fallen dann eben auch Dinge auf wie brennend roter Stoff, der Armatrotz ist selbstverständlich dabei, der Dunkelheitszauber, aber eben auch die zum Hervorrufen der Dämonen Invocatio Minor, Major
Und auch der Notio Volo ist sicherlich bestimmt sehr nützlich. Pandemonium fällt dir ins Auge. Der Salander Mutanda, was auch immer er damit vorhat, kann man natürlich auch besonders missbrauchen. Für Brabak natürlich der Tlalux oder ein Pestgestank, den man natürlich dort kennt und auch als Verteidigung benutzt. Ja, und eben auch die verschiedenen Elixiere, die sehr ausführlich sind. Alles das, was er kochen kann. Also dieser Mann verfügt über ein ähnliches Repertoire wie eben euer ehemaliger Alchemist Canisetiana. Wenn auch natürlich nicht über den unterstützenden Amazorot-Pakt. Wie dunkler! ich bin der weißeste Schwarzmagier, den du jemals sehen wirst. Wenn wir zur Tür raus sind, dann lehne ich mich zu Rafim rüber. Rafim? Dieses Angebot, das du mir damals für Leonida gemacht hast, würde das auch für diesen Beobachter gelten? Ja, natürlich. Danke, ich behalte das im Hinterkopf. Wann immer ihr möchtet. So tretet ihr aus der Taverne Nutzak, der Schenke im Süden von Senode. Überlegt noch einmal kurz, was euer merkwürdiger Begleiter nun euch bringen kann, dass ihr einen Alchemisten ersetzen könnt, was Jalan vielleicht davon gehalten hätte, wenn ihr einen Tag nach seiner Entrückung einen Schwarzmagier, einen Dämonologen, einen bekennenden Nekromanten anstellt. Und so in den eigenen Gedanken könnt ihr wieder zurück zum Schiff oder aber in die Stadt selbst. Die Stadt, die lebt und pulsiert. Was wollt ihr die nächsten 3 Tage tun? Wir beginnen mit Zulamin. Ja, Zulamin hat versprochen, die undankbare Aufgabe anzunehmen und Leonida Bescheid zu sagen. Das heißt, sie wird sich erstmal in die Kapelle zurückziehen und meditieren. Denn ihr Karma gibt es aktuell nicht mehr her. Und es wabern auch immer noch weinrote Schlieren um sie in der Luft herum, also noch nicht so weit wie bei Jalan, aber es ist schon auch nicht ohne. Lass mich dir aus Erfahrung sagen, was auch immer passiert, geh nicht ins Licht. Danke für diesen wertvollen Tipp. Ja, das Gute ist, dass du zwar auch auf der Quanions-Queste bist oder warst, aber es ist eben kein Pyros-Karma, was du vergibst, sondern nur rayanisches Karma. Von daher baust du das dann ja auch ab. Und ja, würfel doch einfach mal deine Meditation. Möchtest du dann direkt danach deine Anrufung starten oder soll das etwas länger dauern? Ich denke, das kann ineinander übergehen. Ich schaue nur gerade wegen meinen Erschwernissen. Also es ist der nächste Tag. Ich habe auch am Vortag meditiert. Das heißt, ich würfle mit einer 1er Erleichterung von der Kapelle und einer 12er Erschwernis. Das heißt, wir ziehen von dem, was von den 18 Punkten, die wir hier haben, die 11 ab. Und ja, das heißt, ich gewinne dann 7 Karma dazu. Und dann, ja, dann würfle ich gleich nochmal für die Liturgie. Und zwar handelt es sich um eine Grad 3 Liturgie. Denn sonst kann ich nicht Leonida erreichen, sondern nur meinen Heimattempel. Das ist eine plus 4, minus die 1 von der Kapelle. Und sonst sollte eigentlich nichts sein. Wie genau heißt die Liturgie? Göttliche Verständigung. Dann kannst du uns gleich mal bitte erzählen, was genau die tut und dann eben auch auf Grad 3. Von der Liturgie hängt ab, wie viele Worte ich sagen kann. Das heißt, ich würde es gerne auswürfeln und dann überlege ich mir eine Botschaft und erkläre nochmal, wie die Liturgie funktioniert. Alles klar. Also ihr könnt dabei was anderes machen. Gut, dann fragen wir in den 3 Tagen einfach mal Abelmir. Was tust du? Meine hauptsächliche Tätigkeit wird erstmal sein, das Alchemielabor wieder herzurichten, einigermaßen, dass man 15 Stunden arbeiten kann. Den neuen 1O Diamantus einzuweisen, seine Aufgabe in den anderen Offizieren vorzustellen, so ihnen nicht bekannt sind, dass er jetzt 1O ist. Des Weiteren mich um die Rechnungen von Angroschminia zu kümmern, sie unterschreiben und ja,
dafür zu sorgen, dass alles auf dem Schiff mehr wieder reibungslos vonstatten geht. Okay, dann gib mir doch einfach mal eine, ja, weiß ich nicht, Staatskunst ist es ja nicht, ne? Könnte man machen. Doch, ich würde dir eine Staatskunstprobe abverlangen, ja, warum nicht? Klingt sinnvoll. Verwaltung. Verwaltung, ja, das ist ein Verwaltungsakt. Das ist eine Spezialisierung, ne? Würde ich erschweren, weil es einfach merkwürdig ist, und aber mit den 21 Punkten ist das auf alle Fälle gar kein Problem. Du wirst eben auch feststellen, dass dieser sehr unangenehme Verwalter, den Serpentinio selbst dabei hat, Signore Ortomol, tatsächlich jeden Morgen zur 8. Stunde dann seine 4 Silber bezahlt und dann die 7 Dukaten für Serpentinio verlangt. Was unglaublich nervig ist, aber das gehört dann wohl eben zu deinen Aufgaben. Und eben mit deiner Spezialisierung als Verwalter wirst du dann damit eben auch leben können. Du kennst ähnliche Dinge aus dem Horasreich. Vielleicht könnte man das auf wöchentlicher Basis abhandeln, dass man eben vorausbezahlt. Vorausbezahlt ist das kein Problem. Im Voraus nimmt das. Ja, im Voraus nimmt das nachträglich nicht. Und ich würde natürlich auch diesen Vertrag, den er mir vorgesetzt hat, genau lesen. Und falls da keine kniffligen Details auftauchen oder unklaren Punkte, unterschreiben und ihm überreichen. Ja, ich glaube, der allergrößte Teil des Vertragswerks wird ja damit zu tun haben, dass er bezahlt wird. Ja, was genau Serpentinio da für dich leistet oder nicht leistet oder was er davon halten könnte, wird, glaube ich, nicht wirklich betrachtet. Genau, also er ist höchstwahrscheinlich sehr unangenehm für Serpentinio, weniger für dich. Solange du bezahlst, ist alles okay. Und wenn du nicht bezahlst, dann bekommt Serpentinio Probleme. Da muss sich dann Serpentinio dahinter klemmen. Aber solange du bezahlst, ist alles okay. Und er wird eben ein Geist bleiben. Ja, also ist alles gut. Also da entstehen jetzt auch keine Nachteile. Er verlangt jetzt auch nicht, an gemeinsamen Tischen zu sitzen oder so etwas. Er braucht jetzt einfach nur seine Kajüte, wo er dann eben tagsüber unterkommt. Bezahlt dann eben regelmäßig die 2 Silber für sich und die 2 Silber für Serpentinio. Und dann ist er glücklich. Okay, dann Boltax. Ja, genau. Ich würde zum einen natürlich erstmal zu Angosminia gehen und ihr ein bisschen zur Hand gehen und währenddessen über nochmal Gefühle reden und mir ein bisschen die Last von meiner Seele reden. Denn mich hat es ja durchaus schon hart getroffen, was da passiert ist. Und dann würde ich natürlich aber auch meinen Aufgaben wieder nachgehen und die Prüfung vorbereiten, die am Folgetag mit Serpentinio stattfinden soll.